Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich den Lesemonat aus dem Monat Juli für euch. Ja, wer auf die Uhr guckt, der weiß, es ist etwas spät für den Lesemonat. Aber ihr hört es, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich hatte eine ganz, ganz böse Sommergrippe und meine Stimme war einfach nicht wirklich da. Dementsprechend konnte ich das Video nicht für euch aufnehmen und musste auf Videos zurückgreifen, die ich schon vorgedreht hatte. Ja, was soll ich sagen? Der Lesemonat war nicht ganz so quantitativ hochwertig, weil ich im Juli ja eine neue Arbeitsstelle angefangen habe und da echt mit Input zugemüllt wurde. Also da war abends mein Kopf so und da war für Lesen irgendwie keine große Zeit. Ich habe dann meistens am Wochenende gelesen, wenn ich dann so ein bisschen runtergefahren bin und mal Wochenende genossen habe. Insgesamt wurden es trotzdem 5 Bücher und die möchte ich euch heute natürlich vorstellen. Fangen wir einfach mit dem ersten an, das ich im Monat beendet habe und auch, glaube ich, angefangen habe. Ich weiß nicht, ob ich es schon im Juni angefangen hatte. Ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall war das Zodiac Love Band 1, der da heißt Starlight in Our Dreams. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich euch das schon sehr, sehr oft in meinem What I Read Next Video in die Kamera gehalten habe und immer gesagt habe, ja, wenn ihr es auswählt, dann lese ich es. Ich habe es auch auf meiner 24-24 Liste, deshalb musste ich es auf jeden Fall dieses Jahr irgendwann lesen. Deshalb habe ich es extra auf die Liste gepackt, damit ich so ein bisschen motiviert bin, es von meinem Sub zu befreien. Ist jetzt geschehen. Und was soll ich sagen, irgendwie war es ganz anders als erwartet. Also im Klappentext heißt es, dass Owen und Felix sich kennenlernen und dass er oder dass die beiden Dates quasi für Owen aussuchen anhand des Sternzeichens und dass Felix dann quasi voraussagt, wie dieses Date laufen wird. Das passiert auch in dem Buch so 2-3 Mal. Aber die ganze Geschichte außenrum ist viel, ja, nicht intensiver, aber viel andersartiger, als es im Klappentext vermuten lässt. Ich dachte wirklich so, dieses Hauptding sind diese Dates und zu erfahren, ob Felix das wirklich richtig prognostiziert. Aber, ja, was soll ich sagen, es konnte mich irgendwie nicht ganz so vom Hocker reißen, weil es eben irgendwie anders war als erwartet. Ich weiß nicht, ob ich es anders bewerten würde, wenn ich von dem Klappentext nicht auf die falsche Fährte gelockt worden wäre, sondern sage ich jetzt einfach mal. Aber insgesamt, ja, war die Main Story dann doch nicht so, wie ich mir das gewünscht habe oder wie ich es mir erhofft habe. Owen war ein Charakter, der mich mit manchen Wesenszügen ultra gestresst hat. Und Felix ist einfach ein kleines, unsicheres Kind. Ich konnte mich damit gar nicht identifizieren und er ist mir wirklich tierisch auf die Nerven gegangen. Das tut mir auch unheimlich leid, weil ich Andreas eigentlich super gerne mag und mir erhofft habe, dass mir sein Buch oder das erste Buch, das ich von ihm lese, auch super gut gefällt. Weil ich ja auch so eine Astro-Maus bin. Ja, leider konnte es mich gar nicht überzeugen. Die Charaktere haben mir nicht gefallen. Die Story an sich, bis auf diese Date-Sache, hat mir nicht gefallen. Dann hat der Charakter plötzlich ein Fable für Düfte, das dann aber hier und da gedroppt wird. Und nach was riecht er? Und die Zusammensetzung von Düften wurde dann irgendwie andauernd mal erwähnt. Aber irgendwie, wo das herrührt und was uns das jetzt sagen soll, hat mich dann auch verwirrt. Also ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Ich glaube, das ist das erste Buch, das ich seit langem, langem gelesen habe, bei dem ich nur 2 Sterne vergeben habe. Und es tut mir echt super leid, aber ich konnte damit einfach null anfangen. Und jeder, der die Reihe mag, I'm so sorry. Ich hätte sie auch sehr gerne gemocht, aber ich werde sie definitiv nicht weiterlesen. Also das Buch wird auch hier ausziehen. Es liegt auch schon gar nicht mehr in meinem Bücherregal, also es wird definitiv ausziehen. Und ja, damit kann ich eine offene Reihe quasi schließen und dann bleiben nur noch 385. Welche Reihe aber eventuell jetzt auch im August, wenn ich es schaffe,
abgeschlossen werden kann, ist die Boston Bells Reihe. Da hatte ich ja Band 1 Hunter schon, ich glaube, letztes Jahr gelesen. Und Villain stand jetzt auf meiner 24-24 Liste. Ich hatte aber auch noch Villain stand auf meiner 24er Liste und Monster hatte ich aber auch noch im Regal stehen. Und nachdem ich Villain gelesen habe, habe ich gedacht, komm, jetzt bist du gerade so in der Thematik drin, dann liest du das auch noch. Band 4 habe ich leider nicht hier, deshalb ja, wurden es nur diese beiden. Und ich denke, wenn ich ihn hier gehabt hätte, dann hätte ich ihn auch gleich im Anschluss noch weitergelesen. Ja, wie gesagt, Villain habe ich mir irgendwann mal Rebuy gekauft, so sieht's auch aus. Monster habe ich mir auch gebraucht gekauft, aber das ist nicht ganz so runtergerockt. Am 22.02.24 wurde das gekauft und ich habe es definitiv danach über Rebuy und Co. gekauft. Also da hat es jemand ganz schnell gelesen und dann wieder verkauft. Was ich absolut nicht verstehen kann, weil ich die Reihe sehr, sehr gerne mag und auch die Charaktere sehr, sehr gerne mag. L.J. Shannon schreibt ja schon sehr polarisierend. Also die Charaktere, die sind sehr, sehr schwarz oder sehr, sehr weiß. Und wenn sie schwarz sind und, sag ich mal, bösartig sind, dann halt richtig. Aber alle haben sie im Kern doch was Nettes und irgendwie kann die Frau den Bösen dann doch immer wieder zähmen und ja, es ist ein Klischee, aber irgendwie bei L.J. Shannon stört es mich gar nicht, weil ich die ganze Thematik außenrum immer sehr, sehr gut finde. Erzähle ich jetzt mal, um was es in den beiden Bänden geht. Fangen wir einfach mal mit Villain an. Hier geht es um den ältesten Sohn des Fitzpatrick-Clans, der quasi der große Bruder von Hunter ist, den wir in Band 1 kennenlernen. Er soll natürlich irgendwann die Firma übernehmen, beziehungsweise hat sie jetzt von ihrem Vater übernommen und hat halt ein sehr, sehr negatives Image. Er wird als gefühlt das Urböse beschrieben, als hätte er kein Herz und die Bohrungen in der Antarktis, die die Firma unternimmt, wären grausam. Und dann taucht noch sein früherer bester Freund auf, der gegen ihn arbeitet, der alles dafür macht, sein Ansehen noch weiter in den Schmutz zu ziehen. Und dann entsteht einfach der Plan, okay, wir setzen dir jetzt ein Frauchen an die Seite und die wird dein Ego noch mal ein bisschen, oder dein Image noch mal ein bisschen aufpolieren. Und vor ein paar Jahren gab es eben einen Zwischenfall auf einer Hochzeit, auf der er, wie heißt sie noch gleich? Penrose, wie heißt sie? Ah nein, nicht Penrose. Ach. Penrose ist der Nachname. Persephone Penrose kennenlernt und sie ist eben auch in diesem kompletten Freundeskreis mit drin zwischen Hunter und seiner Frau Sayla und ja, die beiden Penrose-Schwestern sind da im Freundeskreis drin und eben die kleine Schwester von Killian Fitzpatrick, aka Villain. Also die kennen sich alle untereinander und verbringen auch Zeit und Killian ignoriert Persephone eigentlich ihr Leben lang und sie ist trotzdem absolut in ihn verschossen. Verstehe das mal einer, aber ja. Auf jeden Fall wird sie ihm quasi an die Seite gesetzt und ja, durch eine verlorene Wette sagt er dann, ja, wenn du das und das verlierst, dann musst du mich heiraten. Und ja, sie versucht ihn eben zu überzeugen, dass sie mehr sind als ein Scheinehepaar. Sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr spice-lastig und eigentlich für mich toller als Band 1. Und dann kommen wir zu Monster, das Band 3. Und das hat mir eigentlich von allen drei Bänden bisher am besten gefallen. Hier geht es nämlich um Aisling Fitzpatrick. Das ist quasi die kleine Schwester von Hunter und Killian. Und sie ist schon, seit sie denken kann, in Sam verliebt. Sam Brennan. Der Adoptivbruder von Sayla. Quasi, sie ist in den Bruder ihrer Schwägerin verliebt. So, um diese ganze Konstellation mal irgendwie zusammenzufügen.
Sie lernen sich an einem sehr düsteren Tag für Aisling kennen und ja, küssen sich. Und sie kann ihn irgendwie nicht vergessen und findet dann raus, dass es der Bruder von ihrer zukünftigen Schwägerin ist. Er ist so der größte, ich nenne es mal Mafia-Boss, also der größte Gangster der Stadt und ist ein richtiger Bad Boy, aber eigentlich gar nicht so der Bad Boy. Aber er möchte natürlich, dass alle glauben, dass er auch sehr, sehr böse ist und dass niemand ihn lieben kann. Und dadurch, dass seine Mutter ihn halt auch verstoßen hat, bereits als Kind, ja, fühlt er sich halt ungeliebt. Und Aisling ist halt so die, ich nenne es immer so die It-Girl-Prinzessin der Upper East Side, so Selena und Blair Waldorf-mäßig von Gossip Girl. Und keiner glaubt, dass auch in ihr ein Monster steckt. Nur er sieht es und versucht sich deshalb auch zwanghaft von ihr fernzuhalten, was natürlich nicht ganz so gut klappt, weil Aisling doch sehr hartnäckig ist. Ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Reihe. Ich mag sie unheimlich gern. Freue mich auch natürlich schon auf Band 4. Da geht es um die Schwester von Persephone Penrose, die mir von allen Mädels auch eher am unsympathischsten war. Ich denke, deshalb habe ich es auch jetzt noch nicht gelesen. Aber ich kann die Reihe auf jeden Fall jedem empfehlen, der es auch sehr, ja, dark und spice-lastig mag. Dann habe ich den zweiten Band der Broken Kingdom-Reihe gelesen. Curd of Ice and Ash heißt das Ganze, ist die Reihenfortsetzung und knüpft quasi auch genau dort an, wo Band 1 mit einem ekelhaften Cliffhanger geendet hat. Nämlich bei der Entscheidung von Legion, ob er zu Elise hält oder nicht. Da knüpfen wir an. Insgesamt kann ich jetzt nicht so viel zur Story erzählen, weil es einfach eine Reihenfortsetzung ist. Ich sage einfach mal, in der Reihe insgesamt geht es um Elise, die Tochter des Königs. Also sie ist eine Prinzessin, die zweitgeborene Prinzessin. Und ja, sie verbringt ihre Zeit lieber damit, Unfug anzustellen und zu rebellieren, nennen wir es einfach mal, anstatt sich auf ihre königlichen oder ja, adeligen Pflichten zu berufen oder zu konzentrieren. Und ja, eines Tages sagt ihr Vater, okay, ich hole dir jetzt einen Mitgiftunterhändler und der soll dir einen Ehemann suchen, es wird Zeit zu heiraten. Hat sie natürlich gar keinen Bock drauf und ja, trotzdem wird ihr Legion Grey an die Seite gestellt und er ist halt jemand völlig anderes als der, der er zu sein scheint. Insgesamt erinnert es doch sehr an From Blood and Ash, auch mit Faye, auch mit, ja, einer Prinzessin, die rebelliert und jemanden an die Seite gestellt kriegt, der jemand anderes ist, als er zu sein scheint. Und ja, ich kann die Stimmen verstehen, die sagen, okay, ein billiger Blood and Ash oder From Blood and Ash Abklatsch, aber ich bin ja auch ein sehr, sehr großer Poppy-Fan oder Poppy und Hawk-Fan und ich mag die Reihe unheimlich gern, wenn man mal die ganzen übertriebenen zwischenmenschlichen Szenen abzieht. Also da hat Jennifer L. Armentrout wirklich sehr übertrieben. Das ist selbst mir zu viel und zu intensiv. Also das ist schon ein Level erreicht, das mir auch zu viel ist. Hier ist es tatsächlich deutlich weniger spice-lastig. Es gibt, ich glaube, in Band 1 so eine explizite Szene und alles andere ist eher jugendfrei. Hier wird es auch wieder ein bisschen spicy, aber lange nicht so wie in der anderen Reihe. Die Geschichte geht weiter, die beiden werden allerdings getrennt, also das kann ich schon mal sagen. Und man sieht plötzlich die Kapitel aus beiden Sichten, was ich sehr, sehr spannend fand zu sehen, weil Legion auch ein unheimlich interessanter Charakter ist. Er macht auch hier im Buch eine enorme Entwicklung mit, was mich sehr, sehr gefreut hat, weil ich den beiden sehr, sehr gerne, ja, bei beider Entwicklung zugeschaut habe und auch bei der Entwicklung zwischen den beiden. Also da ist in Band 2 auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert. Es gibt auch unheimlich viele Plot-Twists und einen, der mich ganz besonders fasziniert hat oder überrascht hat. Ist eine Reihe für Fantasy-Liebhaber definitiv, auch wenn Band 1 manchmal ein bisschen holprig war und Band 2 manchmal auch etwas zähe Stellen hatte. Die Geschichte ist einfach sehr, sehr schön und mir hat sie sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen.
Und dann kommen wir last but not least zu dem Buch, das für mich ein richtiges Highlight war und das mich auch sehr überrascht hat, dass es mich so gepackt hat. Assistant to the Villain heißt das Ganze. Ich habe es ganz, ganz lange auf meinem Sub liegen gehabt, trotz Rezensionsexemplar, weil ich irgendwie zwar Lust hatte, es zu lesen, weil der Klappentext schon sehr lustig klang, aber irgendwie hat es mich dann trotzdem nie so final gecatcht, dass ich es jetzt anfange. Und im Nachhinein denke ich, oh, hätte es direkt lesen müssen, weil es einfach so witzig war. Wir begleiten Evie, die quasi als persönliche Assistentin von dem Schurken eingestellt wird. Das ist ein Charakter, der Angst und Schrecken über das Land bringt. Und jeder denkt, es ist ein alter, grauer, weißer Mann, der in seiner Höhle haust oder in seinem Schloss haust und ja, Angst und Schrecken verbreitet. Dabei ist es ein sehr, sehr gut aussehender junger Mann. Sie begegnet ihm im Wald und ja, Evie ist halt so ein Plappermaul und die beiden müssen eine ganz spontane Verfolgungsjagd absolvieren. Und dabei droppt sie halt, dass sie einen Job braucht und er stellt sie dann ein, lädt sie in sein Schloss aus Angst und Schrecken ein und sie sieht da Dinge, die nicht normal sind. Folterungen und abgetrennte Köpfe überall. Und das wird hier so ins Lustige gezogen, dass es ja, irgendwie so seinen Angstfaktor völlig verliert. Die beiden stehen sich sehr, sehr nah als persönliche Assistentin und Boss. Aber man merkt halt die ganze Zeit die Funken, die da fliegen. Und eines Tages wird der Schurke angegriffen und die beiden versuchen herauszufinden, wer der Übeltäter ist, wer der Maulwurf im Schloss ist und wer hinter dem Ganzen steckt. Ich sag's euch, ich habe nicht kommen sehen, was passiert. Also absoluter Schockmoment. Ich war im Wald und hatte zwischendurch das Hörbuch auf den Ohren und dachte mir so, WTF, ich stand mitten im Wald, ich konnte gar nicht weiterlaufen, weil es gerade so spannend war und es hat mich sehr, sehr überrascht und kurz mal aus der Fassung gebracht. Evie ist aber halt auch einfach ein super lustiger Charakter, die haut solche geilen Sprüche raus. Ich habe manchmal hier gesessen und habe Tränen gelacht, weil ich mir das bildlich so gut vorstellen konnte. Sie ist halt auch so ein Tollpatsch und so ein kleines Plappermaul und so ein Schossel. Es macht einfach Spaß, die beiden zu beobachten und auch sie im Alleingang zu beobachten. Es gibt super viele lustige Sidekicks. Also ja, ich hatte sehr viel Freude daran. Der Cliffhanger ist richtig, richtig übel. Also ich habe beim Beenden des Buchs gedacht, ich muss sofort googeln, wann Band 2 kommt. Ich kann es gar nicht erwarten, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und ich habe es einfach nicht erwartet, dass mich dieses Buch so begeistern wird. Ein absolutes Must-Read. Also für jeden, der nur ein Müh Fantasy-addicted ist, kauft euch dieses Buch. Es ist wirklich jeden Cent wert. Ihr Lieben, das war schon mein Lesemonat aus dem Monat Juli. Das waren alle Bücher, die ich in diesem sehr für mich turbulenten Monat gelesen habe. Ich packe euch die Bücher wie immer unten in die Infobox. Da gibt es den Affiliate-Link zu Thalia und zu Amazon. Natürlich würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn wir uns über das ein oder andere Buch unter dem Video oder auch bei Instagram austauschen könnten. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!